Heute stelle ich euch ein letztes Mal 5 wichtige Shortcuts in 150 CCM ohne Pilze vor. Ich habe mir wieder 5 sehr wichtige Shortcuts rausgesucht und die probiert euch so gut wie möglich zu erklären, damit ihr sie auch schaffen könnt. Und ja, heute sind wieder ein wilder Streckenmix ist wieder dabei. Paar aus dem Booster Pass, paar aus den alten Strecken, alles vermischt. Wenn euch das Ganze gefällt, gerne Daumen nach oben da lassen, dann bringe ich vielleicht auch sowas für Pilze oder für 200 CCM. Oder vielleicht fallen mir ja auch noch welche ein, aber ich glaube, 5 kriege ich nicht mehr hin. Gerne Daumen nach oben da lassen, wenn euch diese Videoreihe gefallen hat und ihr vielleicht davon gerne mehr sehen würdet in 200 CCM oder mit Pilzen, was auch immer. Mache ich gerne für euch. Gerne abonnieren, Glocke aktivieren, um das dann nicht zu verpassen. Und ich würde sagen, wir starten rein in die Shortcuts. Let's go! Der erste Shortcut befindet sich sowohl auf dem Thumbnail als jetzt hier auf eurem Screen. Hier einen Trick machen, mit dem Empty-Trick weitermachen und hier oben drauf landen. Wir sehen es natürlich gleich nochmal in verringerter Geschwindigkeit. Allerdings fahre ich hier noch kurz weiter, weil ich euch gerne noch den anderen Shortcut zeigen möchte. Das hier ist zwar der eigentliche, aber ich möchte euch auch noch den zeigen. Wichtig hier, ganz wichtig, nur den SMT chargen. Keinen lilanen Drift, sonst seid ihr hier wesentlich schneller und könnt viel, viel schwieriger diesen Cut nehmen. Aber wir sehen es ja jetzt nochmal in halber Geschwindigkeit. Also, wir chargen hier einen UMT um diese Turn, nicht abheben vom Boden ist ganz wichtig. Dann hier den Trick setzen, ein bisschen nach links ausgerichtet sein, dann ist es einfacher. Driften mit dem MT tricken und dann hier ganz normal geradeaus tricken, oben auf der Felsformation landen, in der Luft tight halten, damit man unten den SMT charged, dann weiter driften hier. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. SMT ist ein bisschen schneller, aber schwerer zu kontrollieren. MT ist ein bisschen langsamer, aber ein bisschen leichter zu kontrollieren. Genau, und hier ganz wichtig. Ihr seht es gleich auch nochmal, wie es aussieht mit dem UMT. Hier ganz wichtig, nur den SMT. Hopp nach links, drift nach rechts, fahrt hier schön nach außen, um dann ganz tight reinzugehen in den nächsten Drift. Und dann schafft ihr es auch über diese Lücke drüber. Genau, dann solltet ihr das auch sehr gut können. Schaut es euch gerne wie immer mehrfach an und dann könnt ihr diesen Shortcut auch bald so ausführen. Hier jetzt noch einmal mit UMT, habe ich extra für euch gemacht. Wenn man hier den lilanen Drift chartet, seht ihr, wie viel Speed man damit hat. Und ich komme überhaupt nicht, also ich habe gebraked zu dem Zeitpunkt, es ging nicht. Also ihr seht, besser dann nur den SMT chargen, damit ihr nicht zu viel Speed habt und aus der Kontrolle kommt. So, hier nochmal ein bisschen extremer. Wenn man hier geradeaus trickt und dann hier MT trickt, kann man wesentlich früher auf die Steinformation. Ist auch ein bisschen schneller, aber ihr seht hier, ich kann danach ein bisschen schwerer das Ganze kontrollieren. Außerdem ist es wesentlich unsicherer, diesen Cut zu bekommen. Moment mal, die Strecke hatten wir doch schon. Hier einmal für euch schön gefahren, dieser Shortcut auf Ice Ice Outpost, auch sehr, sehr wichtig, dass ihr den ordentlich fahrt. Wir sehen es natürlich gleich nochmal in verminderter Geschwindigkeit, sodass ihr das ordentlich auch in Zeitlupe seht, welche Inputs ich gebe. Also, wichtig, wir fahren auf den ersten Cut zu und chargen hier einen SMT. Tricken beim ersten, wollen hier geradeaus tricken, dann nochmal tricken natürlich, hier landen, unten in der Landung driften, MT-Trick bei der Landung nochmal kurz R drücken, um sich so nach links auszurichten und dann genau nochmal tricken und dann habt ihr es eigentlich auch schon geschafft. Bei diesem Shortcut einfach wichtig, die Line halten, nicht gebumpt werden online, ne? Da passiert es auch sehr, sehr gerne mal, dass online jemand einen da runter, sag ich mal, boxt, deswegen immer vorsichtig sein, wenn man diesen Shortcut macht, hier nochmal schön. Natürlich wollt ihr hier mittig sein bei der zweiten Rampe eigentlich, ich bin hier in Time Trials ein bisschen weiter links, aber mittig ist das Item, das ist natürlich auch noch wichtig für euch. Und ja, schaut es euch ein bisschen an und dann könnt ihr diesen Shortcut auch bald. Eine weitere Wave 6 Map wartet auf uns, hier ein schneller Shortcut auf Madrid, einfach hier so links wie möglich hoppen und dann schnell wieder aus dem Offroad raushoppen. So dass man da quasi die ganze Kurve außenrum saved und man nicht mal einen Pilz braucht. Wir sehen es natürlich jetzt nochmal in wunderschöner Zeitlupe. Also, wir tricken hier, tricken erneut, landen direkt im Drift, halten so tight wie möglich, springen hier so, dass wir das Gras am besten nicht berühren und sofort, wenn ihr den Boden berührt, wieder hüpfen. Ganz, ganz wichtig bei diesem Shortcut, dies zu beachten. Probiert es ein bisschen aus, ihr werdet am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten damit haben, aber wenn man ihn ein bisschen übt und ein bisschen Gefühl dafür bekommt, dann sollte das wie bei jedem anderen Shortcut auch sehr einfach für euch funktionieren und auch immer online ganz gut für euch funktionieren. Natürlich hier nochmal in schnell einmal noch schön für euch
ist bei allen Shortcuts so, ne, übt sie so, dass ihr sie konsistent könnt und dann sind sie auch online für euch ein Tool, was ihr benutzen könnt, um besser als andere Spieler zu sein. Nun einer der ikonischsten Cuts, oder zwei besser gesagt, hier die Anti-Gravity Physics nutzen, um sehr große Kurven zu überspringen auf Big Blue. Natürlich hier einmal schön für euch gefahren. Ihr seht es hier gleich nochmal in halber Geschwindigkeit, aber eigentlich braucht ihr die nicht. Sie sind sehr simpel. Ihr fangt hier vor dem Boost Panel an zu driften, das ist wichtig. Dann hier in der Luft weiter tight halten, so früh wie möglich allerdings auch wieder landen. UMT loslassen, geradeaus tricken, den Wasserstrom immer ein bisschen mitnehmen, damit man ein bisschen schneller ist. Hier früh anfangen zu driften. Dann hier fliegen, den SMT releasen. Und wenn ihr Coins braucht, könnt ihr hier welche nehmen. Ansonsten schnell wieder in den Wasserstrom, um möglichst schnell zu sein. Übt das Ganze ein bisschen, dann ist das eigentlich Pipifax. Also die sind wirklich sehr, sehr simpel. Und um es euch nicht vorzubehalten, am Ende der Strecke gibt es auch noch einen Shortcut. Das habe ich euch nicht in halber Geschwindigkeit gemacht. Hier nach dem Boost-Panel links auf den anderen Weg switchen und dann hier die komplette Kurve überspringen. Das sollte für euch möglich sein und ja, es sind sehr einfache Shortcuts, aber sie sehen sehr cool aus und sind auch sehr ikonisch. Deswegen hoffe ich, dass ihr sie lernen könnt. Ach so, ich habe es doch auf halber Geschwindigkeit. Na gut, dann schauen wir uns das mal an. Also hier ist wichtig, nach dem Boost Panel ist so eine Empty Release immer sehr schnell. Und ja, dann hier natürlich in der Luft den Drift weiter aufladen, so viel wie möglich cutten. Und dann unten den SMT releasen, hier tricken und dann seid ihr eigentlich durch mit der Map. Und ja, habt schön viel Zeit gespart in der letzten Passage dieser Strecke. Ist natürlich immer mit ein bisschen Risiko verbunden, wenn da der Blitz kommt, dann ist ziemlich schnell euer Rennen vorbei. Der letzte Shortcut ist ein sehr anspruchsvoller Shortcut, bis man weiß, wie er funktioniert. Wir fliegen hier im Glider, landen etwas früher, richten uns nach links aus und tricken hier mit dem MT rüber, dabei jetzt in halber Geschwindigkeit nochmal schön für euch zu sehen. Also, ihr wollt diesen Glider so approachen, wie ich es hier tue. Ich mache einen, ja, Glider Vectoring Glider mit einem UMT Glider, basically. Also ich mache hier einen Low Glider, ziehe dann nach oben beim Landen nach links und R drücken, um sich nach links auszurichten. Und dann hier, ihr seht, ich lasse erst den Drift los und dann tricke ich. Ich tricke nicht gemeinsam mit dem Drift. Und ja, lass ihn basically beim Trick los, sondern ich lasse ihn kurz vorher los. Das ist wirklich ganz wichtig, dass ihr den Drift kurz vor dem Trick loslasst, um dann die genügend Distanz zu bekommen, um dort rüber zu tricken. Gut, ihr seht es hier noch einmal. Und dann war es das für heute. Übt den Shortcut ein bisschen, das ist, würde ich sagen, auch der schwerste der heutigen Shortcuts. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet etwas lernen und könnt diese Shortcuts bald auch gerne mehrfach anschauen, damit ihr so ein bisschen besser die Shortcuts versteht und die einfach nebenbei mitfahren könnt. Macht euch vielleicht auf dem Handy auf und zockt nebenbei selber und probiert das Ganze nachzumachen. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Wie schon am Anfang gesagt, zeigt mir das. Ihr habt Bock auf mehr solcher Videos und dann mache ich die natürlich sehr gerne für euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, euer Nino. Tschüss.